herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Elisa und das ist mein Kanal DIY Mode oder auch DIY Mode. Auf jeden Fall stand ja die letzten Jahre hauptsächlich das DIY im Vordergrund. Gerade kann ich nicht nähen, aber ich habe ein Thema zum Thema Mode gefunden, worüber ich gerne mal mit euch sprechen möchte. Und zwar habe ich auf meinem Blog schon vor längerer Zeit so eine Serie gestartet, da schreibe ich meine Gedanken auf zum Thema Minimalismus. Und obwohl das gar nicht so zu 100% zu diesem DIY-Thema passt, muss ich sagen, sind das somit die beliebtesten Blogbeiträge, die wirklich oft gelesen werden. Und ich habe gedacht, ich kann ja mal ein bisschen was davon auch hier rüber zu YouTube bringen, denn euch interessiert das ja vielleicht auch. Und zwar habe ich mir jetzt für dieses Video eben das Thema überlegt, dass man shoppen gehen quasi in 5 verschiedenen Bereichen machen kann oder aufteilen kann. Das Thema Minimalismus selbst ist, glaube ich, euch allen mittlerweile wahrscheinlich bekannt. Vor allem auch, wenn ihr das Video angeklickt habt, dann interessiert euch das natürlich auch. Ich muss halt sagen, gerade weil ich eben jetzt dabei bin auszuwandern, aber auch schon die vielen Jahre davor, habe ich mich eben damit beschäftigt, immer wieder ganz, ganz, ganz viel auszumisten. Ich war früher schon eher so Richtung sammelwütig unterwegs, würde ich es mal nennen. Eher so unter dem Motto, so viel wie möglich. Das war bei mir auch immer beim Shoppen so das Programm, irgendwie am besten 100-200 Euro einstecken, nicht jeden Monat, ab und zu. Ich war jetzt auch nicht so, dass ich ständig nur shoppen war, das ist jetzt auch nicht so meins. Aber dann quasi für das Geld immer so viel wie möglich mit nach Hause nehmen. Aber gerade eben, weil ich auch selbst Kleidung mache, interessiere ich mich natürlich auch für die Bedingungen anderer Schneiderinnen überall auf der Welt. Und natürlich muss man sagen, wenn man irgendwie für 100 Euro sich so riesige Tüten vollpackt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die die Teile genäht haben, ja, dafür nicht fair bezahlt wurden, zu 100% da. Und deswegen, ja, ist das einfach etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Ich bin jetzt einfach auf so einem Weg von hier, der shoppingwütigen Sammlerin, die immer so viel wie möglich haben wollte, bis hier, wo ich vielleicht irgendwann mal ankomme, so, wo ich so gut wie gar nichts besitze. Ich persönlich bin auch jemand, ich mag es eigentlich sehr, frei zu sein. Ich habe das Gefühl, jedes Teil, was man besitzt, solange man nicht in der luxuriösen Position ist, Menschen einstellen zu können, die sich um alles kümmern, worauf man selber keine Lust hat, ja, solange, ja, ziehen einen diese Dinge, die man besitzt, auch in gewisser Weise runter, halten einen fest, halten einen irgendwie, ja, auch davon ab, Dinge zu tun, die schön sind, wie verreisen, auswandern oder solche Sachen. Und von daher befinde ich mich auf einem Prozess und ich glaube eben, dass ich, ja, durch diese 5 verschiedenen Teile, wo ich eben meinen Konsum immer mehr drauf aufteilen will, auf einem guten Weg bin. Und jetzt stelle ich dir euch diese 5 Möglichkeiten vor. Viel Spaß dabei! Nummer 1 ist natürlich, was soll ich hier auf diesem Kanal auch anderes sagen, selber machen. Wenn du an neue Kleidung kommen möchtest, dann versuch doch einfach mal so viel wie möglich selbst zu machen, sodass das irgendwann quasi den größten Teil in deinem Kleiderschrank ausmacht. Zum einen bist du dadurch immer sehr individuell gekleidet. Du kannst die Schnitte genau auf dich abpassen, was für dich, dein Körper gut ist, welche Farben du magst. Ich habe mir zum Beispiel dieses Kleid selbst genäht. Ich habe mir einfach überlegt, ja, wie lang ist mein Traumkleid? Was soll es betonen? Was soll es eher verstecken? Welche Farbe mag ich? Und ja, diese ganzen Dinge kann man natürlich immer in selbstgemachte Kleidung mit einbringen. Man weiß zu 100%, wie sie produziert wurde und auch aus welchen Materialien sie besteht. Viele Dinge im Leben sind ja auch oft eine Geldfrage. Wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man natürlich auch Biostoffe benutzen und auch vielleicht etwas, ja, höherpreisige Stoffe, aber in kleinen Stoffläden kaufen, um diese dann auch zu unterstützen. Ich glaube, ja, das sollte so das Endziel sein, einfach die Masse an selbstgenähten Klamotten im Kleiderschrank so hoch wie möglich zu bekommen. Und falls du noch nicht selber nähen kannst, kann ich dir natürlich nur alle Videos hier auf meinem Kanal empfehlen, wo du von Röcken bis Kleidern und Oberteilen und Taschen alles Mögliche auch beigebracht bekommst, wie du das selber nähen kannst. Nummer 2. Quasi fast genauso gut, ich glaube auch etwas kostspielig in der Regel, ist, dass man quasi anderen, die Sachen selber machen, ja, die Sachen abkauft. Stichworte dabei sind natürlich sowas wie lokal, fair,
Kleinunternehmen unterstützen. Das heißt, du kannst entweder im Internet auf Portalen schauen, wie Davanda oder Etsy. Du kannst auf Handmade-Märkte gehen. Du kannst aber auch einfach ja, in den etwas kleineren Straßen in deinem Ort oder wenn du irgendwo auch ja, eine Reise machst, mal wandern gehen und die Augen offen halten nach eben diesen kleinen Feinläden, die besondere Produkte anbieten. Die sind meistens eben etwas teurer, aber ja, das ist dann quasi Qualität über Quantität und diese Dinge bleiben dann vielleicht auch länger bei dir, vielleicht pflegst du sie besser und hast dann auch ja, eine spezielle Erinnerung. Es ist natürlich etwas anderes, ob du in ein riesiges Kaufhaus gehst und da hängen 100.000 Sachen und du greifst dir irgendwas davon für 3 Euro, anstatt dass du in einen winzig kleinen, feinen Laden gehst, wo du vielleicht auch nett beraten wirst von einer Person und einfach spezielle Eindrücke hast, wo du weißt, das findest du nicht auch in jeder Stadt 1:1 genauso. Und damit unterstützt du natürlich Leute, die so sind wie du und ich, die eben ja, sich dafür entschieden haben, etwas selbst zu machen, kreativ zu sein. Und das, finde ich, ist eben einfach unterstützenswert. Wenn man sich das leisten kann, sollte man eben ja, kleine Unternehmen unterstützen und auch selbst, sogar wenn du selber deine Sachen machst, trotzdem auch mal die Sachen kaufen, die andere selber machen. So, Nummer 3 ist jetzt für alle, die vielleicht auch wie ich irgendwie ein bisschen bei eher Sammelwut und so viel wie möglich anfangen, der Flohmarkt. Also auf dem Flohmarkt kannst du dich wirklich richtig austoben. Die Sachen sind super günstig und du kannst einfach sozusagen nichts falsch machen. Du machst schon was Gutes, indem du einfach Kleidung ein längeres Leben gibst, als das Leben, was quasi für diese Kleidung geplant war, nämlich einfach nur an eine Person verkauft zu werden, bis diese keine Lust mehr auf das Teil hat oder es kaputt geht und einfach wegschmeißt. Das heißt, du ja, recycelst eigentlich schon Kleidung, indem du überhaupt nur auf dem Flohmarkt kaufst. Das heißt, wenn du mal wieder Lust hast auf volle Shoppingtüten, nimm dir deine eigenen Shoppingtüten mit, geh auf einen Flohmarkt und ja, kauf dich einfach satt. Cool ist natürlich auch auf dem Flohmarkt, dass man meistens Sachen findet, die gerade nicht in allen Läden hängen. Das heißt gar nicht unbedingt, dass sie nicht im Trend sein müssen, sondern einfach, ja, dadurch, dass sie vielleicht schon vor 7 Jahren gekauft wurden und nie getragen worden sind, dass sie quasi 1:1 so gerade nicht irgendwo erhältlich sind. Und was ich zum Beispiel mal gemacht habe auf dem Flohmarkt, war, dass ich mir auch ein sehr günstiges Teil geholt habe, wo ich mir so super unsicher war, ob ich es überhaupt mag. Das war so eine, ja, eher so eine Schlaghose, wo ich mir irgendwann gesagt habe, Schlaghosen und ich niemals wieder. So, und dann kam jetzt irgendwie ja gerade die Zeit, Palazzo-Pants, was weiß ich nicht, dachte, irgendwie sieht es doch gut aus. Und aber anstatt mir jetzt halt, ja, eine teure, neue Schlaghose oder eben so eine weite Hose zu kaufen, dachte ich, der Flohmarkt ist der perfekte Ort, um das einfach nochmal auszuprobieren. Das heißt, ich habe auch, glaube ich, wirklich für 3 oder 4 Euro eben eine Hose gekauft, die super schön war. Und es ist dann aber tatsächlich das eingetroffen, was ich quasi befürchtet habe, warum ich auch nicht so viel Geld investieren wollte. Ich habe sie einmal getragen, fand es super geil, aber seitdem liegt sie wieder im Schrank rum. Das heißt, ich versuche natürlich, die wieder auf irgendeinem Flohmarkt selber auch zu verkaufen. Aber ja, ich würde behaupten, dass ich so durch diese Vorgehensweise einfach ja, Kleidungsmüll erspart habe der Welt und mir selbst ein paar Euros. Um Dinge auszuprobieren, wo man etwas unsicher ist, eignet sich der Flohmarkt auch. Und wenn man Lust hat, sozusagen ohne schlechtes Gewissen nochmal richtig fett zu shoppen, dann ist der Flohmarkt auch die richtige Adresse. Dann kommen wir zu Nummer 4. Marken kaufen. Da muss ich wirklich sagen, war ich immer total anti. Bin mittlerweile, ich würde sagen, leicht zwiegespalten, deswegen steht es auch quasi so, ja, an letzter Stelle vor diesen großen Shoppinghäusern. Ich war deswegen immer so anti, weil ich weiß, wie Kleidung hergestellt wird und weil ich auch mal so ein bisschen Einblick hatte in Marketingstrategien. Das heißt, ich weiß ganz genau, dass Dinge, die 300 Euro kosten, genauso produziert werden wie Dinge, die 3 Euro kosten. Man bezahlt diese 297 Euro wirklich zu 90% in der Regel für den Namen. Ganz gutes Beispiel war, ich war in einem Shop und habe einen Schal gesehen. Also wenn du weißt, wie Kleidung genäht wird, dann wirst du jetzt verstehen, was ich sage. In dem Schal, habe ich mir den Schal anguckt, sah ganz nett aus. Fand allerdings schon merkwürdig, dass er nur gekettelt war, einmal drumherum, also gar nicht irgendwie vernäht, sondern einfach nur durch die Maschine sozusagen geschoben.
Dann habe ich aufs Schild geschaut und da stand halt auch Made in Bangladesch. Stand drauf 100% Polyester. Und dieser Schal sollte tatsächlich etwa 300 Euro kosten, weil er halt von einer Marke war, die eben sehr teuer ist. Und da dachte ich mir, no fucking way. Aber jetzt bin ich zwiegespalten. Warum? Ich habe einen Flohmarkt gemacht und hatte wenige, weil ich eben immer so anti war, wenige Markensachen, ganz viel anderen Schrott, den ich verkaufen wollte. Und da muss ich halt einfach sagen, wenn man versucht, auch der eigenen Kleidung, die man neu kauft, so viel Leben wie möglich mitzugeben, macht es Sinn, Markenkleidung zu kaufen, weil eben alle so sind, dass sie denken, dass Markenkleidung mehr wert ist. Selbst wenn es gar nicht so stimmt, ist es eben so, alle meine Markensachen habe ich verkauft und habe auch gute Preise dafür bekommen. All das andere habe ich nicht verkauft an diesem Tag. Und deswegen habe ich mir gesagt, wenn ich mir bestimmte Sachen kaufe, die ich auch versuche lange halt zu pflegen, wo es auch Sinn macht, wo die auch lange gut aussehen, sowas wie Sonnenbrillen, wie Taschen, vielleicht Jacken oder so, die kann man einfach super gut auch irgendwann nochmal verkaufen. Deswegen wäre das eben quasi mein Appell, wenn man schon in Läden geht, wo alles auf der Stange hängt, dass man tatsächlich Marken kaufen kann, um, wenn man das dann auch macht, die später besser wieder weiterverkaufen zu können. Und der letzte Punkt, Nummer 5, ist natürlich das, wovon wir alle versuchen sollten, ein bisschen wegzukommen. Das sind eben diese ja, altbekannten Läden, die man in jeder Stadt findet, die es einfach ja quasi fast auch überall auf der Welt gibt. Und ich muss sagen, ich bin da auch noch nicht komplett von weg, aus verschiedenen Gründen. Manchmal aus, ich sag mal, Recherchegründen finde ich es schon interessant, so dieses Bummeln gehen. Es ist auch einfach manchmal ein netter Zeitvertreib, wenn man eben ein bisschen Zeit und Geld hat, dass man sich denkt, ach, heute gehe ich mal in die Stadt. Finde ich, kann man sich da auch manchmal einfach einen netten Tag machen. Und ich würde mir das auch nicht nehmen. Trotzdem ist es halt mittlerweile so, wenn ich dann in solche Läden gehe, dass ich die Sachen ganz genau anschaue und dass ich auch versuche, nicht so im Affekt quasi zu kaufen, sondern wirklich auch überlege, brauche ich das? Und eventuell auch einfach mal einen Tag drüber nachdenke, bevor ich diese Entscheidung dann treffe und eben das eher sozusagen als Zeitvertreib sehe und versuche dann mehr oder weniger vielleicht immer nur mit einem Teil, wenn überhaupt, am Ende nach Hause zu gehen. Ich finde auch das Bummeln an sich eigentlich ganz cool. Eben ich selber habe jetzt in letzter Zeit angefangen, öfter mal so Fashion-Shows von großen Designern mir anzuschauen wieder. Was ich aber nicht mache, ist in irgendwelchen Magazinen zu lesen oder auf anderen Blogs, was gerade Trend ist. Ich finde es eigentlich ganz cool, eben durch die Läden zu laufen, auch zu sehen, okay, das verkaufen die gerade alle, das scheint voll in zu sein. Man sieht es ja auch teilweise auf der Straße. Also ja, aus Recherchegründen quasi gehe ich auch manchmal ganz gerne shoppen. Also das heißt, von hier sammelwütig und in diesen Läden eben kaufen, bis hier so gut wie gar nichts besitzen oder das alles selbst gemacht von mir oder von Menschen, die ich quasi persönlich getroffen habe oder deren Geschichte ich kenne, ist immer noch ein Weg, aber ich versuche das eben immer mehr aufzuteilen, immer mehr in diese Richtung zu kommen. Und vielleicht hast du auch Lust, dich auf diesen Weg zu begeben, wenn du nicht schon auf diesem Weg bist oder konntest ja den ein oder anderen Tipp mitnehmen oder ich konnte dich nochmal ein bisschen zum Denken anregen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ja, dass der Fall ist und mich interessieren natürlich auch sehr deine Gedanken zu diesem Thema. Schreib mir doch mal in die Kommentare, ja, wie sehr das quasi bei dir auf diese einzelnen Bereiche verteilt ist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und wenn du Lust hast auf weitere Videos, ich sag mal so Fashion Talk, Minimalismus Talk Videos, dann zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben oder auch mit einem Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Muah.